So, weitere Ausgabe auf meinem Weg zu 1 Million Gold. Ich guck mal eben ins Optionshaus. Ich habe gesehen, mein Imperium ist immer noch drin. Ich werde gleich mal gucken, wie der Preis ist. Hier ist noch Mana-Distel drin, Pyrit-Erz. Das sind alles Sachen, wo ich dachte, dass sie auf jeden Fall weggehen, genau wie das Corium-Erz. Das wäre natürlich toll, das wären fast 1900 Gold für die paar Erze. Aber ist nicht verkauft. Das ganze Imperium ist noch drin. Ich habe überlegt, ob ich da. Gerade wollte, sage ich was, verkaufe ich schon Elementium-Erz. Hier. Naja, gut. Gut, Elementium-Erz ist ein bisschen verkauft. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt farmen werde. Ich werde jetzt überwiegend farmen. Also ich habe keinen Bock auf andere Sachen jetzt. Die Sachen von gestern sind noch drin. Titanerz, okay, gut. 146 Gegenstände, 200, über 200 hatte ich gestern. Jetzt gucke ich mal eben, was das Imperium für einen Wert hat gerade. Wo der Preis liegt. Wo ist denn das hier? Obwohl, kann ja gucken, Flächen der siebten Dämons. 3,14. War gestern noch richtig teuer, weiß ich noch, weil ich mit einem anderen Charakter, der Alchemie hat, noch so eine Fläschchen reingestellt habe hier. So, 49 Gold für ein Chaoskristall. Brauchst du nicht mehr kaufen, echt jetzt. So, Imperium. So, Imperium, da haben wir es. So, ich suche jetzt wieder, mal gucken, wie der Preis ist jetzt hier. 5,25. Ich wurde unterboten. Wo liege ich denn? Ich liege bei 5,65. Ich könnte jetzt mein ganzes Imperium abbrechen. Ich habe auch überlegt, ob ich das mache, denn ich will es verkaufen. Am besten noch heute. Es kann natürlich auch sein, dass der Preis wieder steigt. Letzten Endes könnte ich es auch einfach behalten, denn ich habe es ja schon. Wenn es jetzt vielleicht am Wochenanfang mehr bringt, dann wäre es blöd, wenn ich es jetzt für ein Appel und ein Ei verhökere. Also gut, ich lasse es einfach laufen, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal ins Postfach. Endlich habe ich Titan Panel wieder hier. Das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. So, angeblich habe ich nur 8000 Gold. What the? Ja, stimmt. So, wir sehen, das Postfach ist voll. Ich habe alles Mögliche verkauft. Ich hoffe, das sind nur Verkäufe. Also Gold, was zu erwarten ist. Verfluchter Königinfisch, Scharlachrubin, Dämmerstein, Narrenkappe. Und nicht zu vergessen, das Elementum-Erz, was gleich noch kommt. Noch mehr Narrenkappe, dann Nephrit. Okay, da waren ja nur 61 Silber. Weißes Trillium-Erz. Auch verkauft, gut, habe überlegt, ob ich nochmal über die Insel prügel da. Aschenblüte, auch weg. Aschenblüte, so, ich glaube, die ganze Aschenblüte ist verkauft. Ja, da sind ja zwei Seiten hier Aschenblüte. Da haben wir das Gärtenrohr. Noch mehr Gärtenrohr bis da oben. Flüchtiges Leben, 328 Gold. Da werden noch ein paar tausend, wenn man die ganze Seite Flüchtiges Leben verkauft hier. So, noch mehr Flüchtiges Leben. Aber ich habe ja Unmengen davon gehabt, noch mehr Flüchtiges Leben. Okay, cool. Dann sammeln wir das erstmal ein und jetzt mit meinem Titan muss ich ja nicht mehr selber gucken hier. So, gucken, 41 Gold, über 1000, über 2000, über 3000, über fast 5000, über 6000, über 7. Das ist schön. Das ist schön. Da sage ich mir, das lohnt sich auf jeden Fall besser als jetzt in Draenor da irgendwie so ein Krempel zusammen zu farmen, der irgendwie keiner kauft. Ja, und das würde auch nie einer kaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich könnte es reloaden, aber so, ich wollte mal kurz, was habe ich noch in den Taschen? Ein paar Sachen, die ich eigentlich einlagern müsste. Ich habe überlegt, ob ich noch mal kurz den Scan durchlaufen lasse. Ich lasse einfach mal probeweise den Scan durchlaufen. Adamantiterz, Algenflossenbart. Okay, man kann davon ausgehen, wenn man Sachen nicht innerhalb von, sagen wir mal, ein, zwei Stunden verkauft, wurde man überboten und man kann den ganzen Krempel letzten Endes dann auch in die Tonne treten oder müsste alles abbrechen, wieder neu reinstellen, damit, nur damit man günstiger ist. Habe ich aber gar keinen Nerv zu. Sie, eigentlich wurde ich bei allem unterboten. Alles, was jetzt noch drin ist, wurde ich unterboten und deswegen habe ich es auch noch nicht verkauft. Aber jetzt da hunderte Auktionen abzubrechen, da warte ich lieber, bis sie auslaufen und zurückkommen, weil das ist einfach zu aufwendig dann. Ich habe gerade gesehen, dass ich irgendwie der zweiteuerste bin bei einer Sache. Da auch. Das sind. Wegen ein Silber oder wegen so ein paar Silber, ja, werde ich das nicht abbrechen, nur wenn mich einer dann über wegen einem Silber oder einem Kupfer oder so unterboten hat. Also Sumpflord, Ranke, Talandras Rose, ja, das sind ja noch Sachen. Titanerz, Dauermoos, okay, eigentlich wurde wirklich überall unterboten, außer bei vielleicht fünf Sachen oder so. 133 von, was waren das, 146 Auktionen. Aber ich lasse sie drin, ist mir egal, ich habe schon ein bisschen was gemacht, jetzt gehe ich mal den Rest abholen hier. Von den Sachen. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Ja, Grünkram. Auch grüne Gegenstände verkauft. Natterstahlverstärkter, irgendwas. Handschutz war das, glaube ich. Mondschein-Kampfaxt. Hier Chaoskristall. Tatsächlich doch mal verkauft. Das muss von gestern Abend oder irgendwann so sein. Flüchtiges Feuer. Urerde. Sogar die Urerde verkauft. Echt Eisenerz auch verkauft. Das ist aus Draenor, aber das war ein 10er-Stapel für 30 Gold. Ist mir eigentlich zu aufwendig. Noch mehr Echt Eisenerz. Aschara-Schleier.
Zweimal, das waren 5er Stapel, genau, und ein 10er, da nochmal Aschare Schleier, die ganze Aschare Schleier, das sind ja auch nochmal ein paar tausend Gold hier. Geistereisenerz, das ganze Geistereisenerz, dann hat sich das Leylichtsplitter auch weg, nicht viel, aber immerhin. Noch mehr Geistereisenerz, und da kommen ein paar Sachen zurück, aber ist nicht viel. Weißes Trilliumerz, ein paar Mal. Was haben wir da noch? Was? Nachtstein, 23 Gold, flüchtiges Wasser und Imperium, oh mein Gott, oh, da geht's ja noch weiter. Imperium, die ganzen 50er Imperium-Stapel habe ich noch verkauft, immerhin, da hatte ich noch Glück gehabt. Also es lohnt sich dann doch vielleicht aufzuheben, erstmal bis es teurer wird. Imperium, Imperium, Sturmrochen, Chaoskristall nochmal. Ich glaube, das sind alle, müsste ich jetzt keine mehr zurückbekommen. Und Leylichtsplitter, so. Kicken wir mal, was ist. Wir sind jetzt bei 18.819. Bin mal gespannt. So. Jetzt haben wir schon mal 12, 17 eingenommen, 18, 19, 20, 22. Ist doch schön. Das ist, so muss das laufen. Deswegen lohnt sich das Farmen für mich jetzt eher, als jetzt irgendwo zu questen oder so. Also eingenommen heute fast 23.000 Gold. Das ist doch eine schöne Sache, wenn man denkt, wie viel ich schon verballert hatte und wie viel ich immer wieder ausgegeben habe mit dem Flippen und so. Ich lief ja auch eine Zeit lang. Dann lief es ja nicht. Dann habe ich vergessen, meine Post abzuholen, beziehungsweise war ja anderthalb Monate nicht drin und der ganze Kram ist einfach verschwunden. Da waren vielleicht auch ein paar tausend Gold, keine Ahnung. Jetzt sind die Preise im Keller, gerade für aktuelle Sachen. Also würde ich mal sagen, ich mache mir jetzt auf den Weg, fahre ein bisschen, ich weiß noch nicht wo. Muss ich mir überlegen, mache mal eine obligatorische Inni oder zwei und ja, dann kommt. Gucken wir mal, was ich dann zusammengetragen habe, wenn ich wieder zurückkomme. Also bis So, ich bin denn. wieder zurück. Wenn es jetzt ein bisschen windig klingt hier ist, wir haben jetzt links und rechts die Fenster aufgemacht hier. Wir brauchen ein bisschen Durchzug. Ist einfach brutal warm hier. So, ich habe das ganze graue Zeug verkauft und Sachen, die ich nicht benutzen kann jetzt oder die einfach nicht, also naja, also genommen ist, was ich irgendwie sagen wollte. Und ich war jetzt auf Tol Barad, wir haben ein paar Runden gemacht da und dann auf der zeitlosen Insel auch ein paar Runden gemacht. Also Tol Barad 4 und zeitlose Insel 2. Das ist doch ein bisschen anstrengend irgendwie. Also am liebsten bin ich auf Tol Barad, weil es irgendwie am bequemsten ist. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Man sieht hier jedenfalls, oh, jetzt kommt eine schöne Windbrise hier, würde ich kurz sagen. Geistereisenerz, 95 Stück. Mache ich, schätze ich mal, 25er Stapel und dann vielleicht noch ein 10er und der Rest ein 5er. Dann habe ich noch Goldlotus. Habe ich, glaube ich, auch noch in meiner Privatbank. Ich packe ja immer die Reste, die so übrig bleiben, also nicht zu geraden Stapeln passen, packe ich ja zurück. Ich habe schon wieder Hochland-Guppi. Ich glaube, den angel ich zusammen mit Klafteraal oder so. Weil ich habe den jedenfalls nicht separat geangelt. 90 Aschenblüte habe ich hier, flüchtiges Leben auch wieder, flüchtiges Feuer, davon habe ich leider nie so viele. Elementiumerz auch ein bisschen, also von allen möglichen. Ach, hier habe ich doch Trilliumerz. Also ich habe nicht drauf geachtet, mir kam es so vor, als hätte ich gar kein Trillium-Vorkommen gesehen. Pyriterz, 128 Gold jetzt. Okay, wir hauen noch ein paar Sachen rein hier. Ich habe auch noch was verkauft, mal kurz gucken. Ach so, das könnte schon angekommen sein. Gut, knall ich mal das Geistereisenerz rein. War zuletzt bei 17,90, ist jetzt bei genau 18. Hau ich es also wieder rein für 17,90. Ich muss mal kurz eine Einstellung vornehmen. So, hier 48 Stunden ist dann automatisch eingestellt, muss ich dann nicht immer ständig hier einstellen. So. 3,25er Stapel biete ich jetzt erstmal an. Mal gucken, was noch übrig ist. Ein 20er Stapel, mache ich noch 2 Zehner. 2 Zehner, bin noch der günstigste. 48 Stunden, ich denke, das wird verkauft werden. So, was haben wir hier noch? Regenmond. Tja, das ist natürlich. Ich wurde um 6 Silber unterboten und bin immer noch der drittteuerste. Knaller. Ich unterbiete mich einfach mal selber. Ich mache jetzt einen 5er Stapel. 2, ja, 2,75. Das ist natürlich nichts hier, aber. Hilft ja auch nicht so. Die Tasche kann zu. So, Hochland-Guppi. Habe ich, glaube ich, verkauft zuletzt. Sonst hätte ich den ja noch. Weil ich weiß, dass ich schon mal 5 hatte. Oder 6 Stück sogar. Stellen wir auch rein. So, Klafteraal, den hebe ich jetzt auf. Weil das stelle ich jetzt nicht einzeln rein hier. Für die paar Silber. So, ich habe noch einen 5er Stapel. Aschenblüte. Ist ja schön für den Herrn, der mich da versucht zu unterbieten. Mache ich jetzt nochmal 3,25er Stapel und den Rest nochmal als 10er oder 5er. Mache ich nochmal 5er. Macht ja nichts. So, 3,25er Stapel. Das wären ja auch immerhin knapp 500 Gold. 492 Gold. So, jetzt mache ich noch 3,5er. Und lasse aber meinen 5er, den ich schon stehen habe, auch so drin. 3,5. So, das sollte eigentlich gut funktionieren. So, flüchtiges Leben hatte ich ja gut verkauft jetzt. Stell es nochmal rein. Ich weiß nicht mehr, was der letzte Preis war. Habe ich jetzt auch blöderweise nicht geguckt.
rechtzeitig geguckt, bevor ich das jetzt wieder reingezogen habe. Ich habe genau auch so im 30 Goldbereich. So, wir haben 4 10er Stapel. Und ein 5er mache ich noch und den Rest lagere ich ein. So, ein 5er rein damit. 100 Gold, das sieht doch wieder gut aus. Elementium Erz, gut, habe ich jetzt noch drin. Wurde auch schon unterboten. 165er Stapel. Okay, nehme ich einfach so. Ich lasse das so. Ich unterbiete den und trotzdem. Ich habe ja noch einige Stapel drin. So, jetzt könnte ich noch einen 15er Stapel machen. Mach ja. So, ein 15er Stapel. 15, rein damit. 73 Gold. Ist ja auch alles was wert. So, 40 war das zuletzt hier. Flüchtiges Wasser. Das ist aber so, 70 ist nicht so schlimm. Nehme ich auch mit rein. Und Gärtenrohr. Das ist doch ein bisschen gefallen. Aber gut, mache ich einen 25er Stapel. Jetzt habe ich noch 11 Stück übrig. Mache ich noch einen 10er Stapel. Und die ganzen Reste, die packe ich halt, wie gesagt, immer in meine Privatbank. Und vielleicht Ende der Woche gucke ich mal durch, wo sie größere Stapel gebildet haben und knall das so rein. So, flüchtiges Feuer, auch ein Preis, der in Ordnung ist. Jetzt haben wir das fast durch. Traumsmaragd habe ich noch nicht reingestellt. 6 Gold, okay, das ist ja richtig scheiße. So, dann haben wir hier noch Nachtstein, war bei 23 Gold zuletzt, ist jetzt bei 6,50 oder einmal für 999, ja, das ist wahrscheinlich ein Goldkäufer. So, Pyriterz, habe ich glaube ich noch drin, ja, oder doch um einiges unterboten. Ich unterbiete mich jetzt einfach selber, stelle nochmal 2,5 rein, 2,5er rein, so, Aschara Schleier, der Preis ist vollkommen in Ordnung, für über 80 Gold stelle ich das auch rein. So, was haben wir hier noch? Trittmerz. 89 Gold, mache ich einen 5er Stapel rein. Die restlichen 3 hebe ich auf. So, jetzt haben wir noch einmal Nachenkappe. Habe ich noch drin. Biete ich jetzt nicht nochmal an. 99 Silber zuletzt für... Ach, scheiße, rohes Tigersteak. 1,24... Hebe, das stelle ich jetzt nicht rein. Das ist mir einfach zu wenig. 4 Silber. Nee, 6 Silber. Vergiss es. So, 1,4er Stapel Juwelen Danios. Die kann ich einfach jetzt gerade nicht genug... Fischen, also lasse ich die jetzt so. Jetzt haben wir hier Schildwachenarmschienen. 55 Gold habe ich sie zuletzt reingestellt. Stelle ich auch nochmal für 55 Gold rein. Jetzt habe ich noch so einen Helm hier. Den hauen wir für 98 rein. Also 98, wieso steht jetzt 980? Weil ich die 0 übersprungen habe. 98 Gold. Und das war es, glaube ich, hier. Ich sehe jetzt nichts weiter, was ich jetzt noch so anbieten könnte. Was ist das hier? Ein lustiger Sparstein. Kann man den Scheiß verkaufen? Nee. Cool. Ja, das wäre es ja eigentlich gewesen. Also ich werde jetzt erstmal nicht mehr flippen, jedenfalls nicht aktuelle Sachen, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Ihr habt ja gesehen, wie die Preise sind. Vollkommen lächerlich. Ach, genau, ich muss ja noch meine Knete abholen. Also ich weiß, dass Auktionen ausgelaufen sind, 1, 2 oder so. Doll war, also war nicht viel. So, oh, weiß ich nicht. Ja, Talandras Rose verkauft hier. Das sind 100 Gold. Nochmal Talandras Rose. Goldklee. Noch mehr Kaiserlachs. Selbst den Kram hat einer gekauft. Nochmal Kaiserlachs, Elementium Erz hat bisher, ja, holen wir mal ab hier. Das habe ich bisher ausgegeben. Also bisher habe ich angenommen in dieser Sitzung über 23.000 Gold. So, guck mal, ob wir noch 24.000 kommen. Nicht ganz, aber knapp. Ist vollkommen in Ordnung. So, ich stelle einfach nochmal die Brustplatte rein da. Ah, wieder ein schöner Windstoß hier. Die Brustplatte rein und dann wäre es das auch für heute. Ja, verkaufen, bündet Ding. 102 Gold, das ist ja mein Preis. Kann man reinstellen dafür. Jetzt wird es auch so gemacht, wie ich das haben will. Jo, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne ein Abo hinterlassen. Wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Kann ich ja nicht ändern, ne? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn nicht, ja, dann guckt ihr wahrscheinlich PewDiePie über Gesundheit. Jo, gerne. So, also bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.